1.1.2021. Da muss ich ja auch gleich wieder Gedanken machen. Krieg gleich wieder schlechtes Gewissen rein. Da haben ja alle immer die abgespecktesten Vorsätze. Ich habe mir auch einen vorgesetzt. Da geht das ja wieder los. Da feiern ja die Fitnessstudios wieder 2-3 Monate Hochkonjunktur. Dann wollen sie alle auf Vital gehen, saufen den ganzen Tag Ingwertee, fressen nur noch Körner, hören alle auf zu rauchen, dann bricht die Tabakindustrie erstmal zusammen. Was für ein Affentheater da immer von gemacht wird. Am 4. Januar fahre ich auch direkt mit dem Arbeit zur Fahrrad. Das klappt bestimmt. Schön minus 5 Grad, bisschen Schneematschen, bisschen nass. Das ist total schön. Da spart man ja auch Sprit. Also ich habe keinen Bock, Sprit zu sparen, Leute. Ich muss neuen Sprit holen. Ist aber alles völlig absurd. Nur weil sich irgendwann mal irgendjemand einen Kalender ausgedacht hat und dass das Jahr da zu Ende ist, sollst du auf einmal grundlegend alles ändern. Abends bist du noch irgendwie verklüngelt in der Kneipe, am nächsten Morgen wachst du auf. Oh, jetzt habe ich mich komplett neu erfunden. Ich bin ein ganz anderer Mensch und rauchen tue ich jetzt auch plötzlich nicht mehr. Also das war alles völliger Schwachsinn. Also ich bleib mal hier treu. Oh Gott, scheiße. Mein Körper ist mein Tempel, es läuft alles. Also ein paar Vorsätze habe ich ja auch. Aber die sind relativ realistisch. Also ich muss ja einfach mal meinen Arsch hochkriegen. Nächste Woche gehe ich erstmal zum Amt und frage nach einer Gehaltserhöhung. Was wird Zeit? Oder eine kleine Aufstockung, neuen Fernseher, was weiß ich. Was da so drin ist halt. Aber einen wichtigen Vorsatz habe ich ja. Nie wieder Fernsehen gucken. Das ist ja so, da schaltest du um 20.15 Uhr ein und denkst, da kommt der Blockbuster. Und dann hast du da irgendwie 15 Minuten Film, halbe Stunde Werbung. 15 Minuten Film, halbe Stunde Werbung. Ich gehe nur noch auf YouTube. Vor allem fängt der 1. Januar 2021 auch schon um 0 Uhr an. Dann müssten sie ab 0:01 Uhr ihr komplettes Leben ändern. Kommt da hinten und vorne nicht hin. Da saufen sie ja noch die ganze Nacht und rauchen hören sie ja auch nicht auf um 0 Uhr. Und dann gehst du direkt um 1 erstmal zum Bäcker und sagst, ich hätte gerne ein Dinkelbrötchen. Weil es ist ja der 1. Januar, jetzt bin ich ja gesund. Auf 3er-Tüten. Ist klar, mach mal. Und morgens am 1. direkt ins Fitnessstudio. Schön die Prozente rausschrappeln. Ich strappel rein. Und dann habe ich mir überlegt, werde ich ganz akribisch daran arbeiten, dass ich das ganze Jahr über einen schönen Basistarif habe. Also das klappt bestimmt. Und aufhören zu rauchen will ich auch nicht. Hätte ich ja gar nicht anfangen brauchen. Aber wenn du anfängst, dann muss das Ding auch durchziehen, bis das fertig ist. Also wenn ich mal so rechne, rauche ich über 3/4 meines Lebens. Das ist schon richtig drin. Das ist schon ein Automatismus. Manche kommen ja auch auf ihre Moralschiene. Da wollen sie nicht mehr im Onlinehandel bestellen, sondern ich gehe nur noch zum lokalen Händler. Da kaufe ich jetzt alle meine Waren. Und dann achte ich auch auf mein Sparbuch, dass da immer genug drauf ist, damit ich mir irgendwann mal mein Eigenheim leisten kann. Mein Eigenheim hat 300 Euro gekostet, da sitze ich gerade drauf, Leute. Mehr brauche ich nicht. Scheiß Luxus. Und dann werde ich mich mal ein bisschen mehr um Gerhard kümmern. Der hat das ja auch nicht leicht. Immerhin geht der noch arbeiten. Der braucht ein bisschen Pflege. Der kriegt vielleicht auch eine Aufstockung auf meiner Gehaltsliste. Also ich muss jetzt erstmal zum Kühlschrank weiter fördern. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr für klasse Vorsätze für das Jahr habt. Also Leute, bimmelt die Glocke, abonniert den Kanal. Euer Folge sagt Tschüss. Meine Fresse. Viel kalt geworden. Oh. Scheiße. Mein Gott.